stellen wir zunächst ein kleines Beispiel für ein monolithisches Programm, das halbwegs sauber umgesetzt ist. Dazu legen wir ein neues Projekt an und nennen unser Projekt mal Date Service. Verwenden ansonsten die Defaults. So, nennen unser Modul auch Date Service. Sie wissen ja, seit Java 11 gibt es Module Definitions. Wir können aber auch in dem Falle sagen, dass wir es nicht erzeugen wollen, weil es für uns momentan noch nicht so wichtig ist. Versuchen wir auf den Beirat jetzt erst einmal zu verzichten. Dann haben wir ein Projekt, das sich anfühlt wie ein klassisches Projekt, was wir aus Java 8 kennen. Jetzt brauchen wir also als erstes eine neue Klasse oder Interface. Und dazu werden wir, wenn wir es sauber machen, ja erstmal uns überlegen, wie die Schnittstelle aussehen soll, also mit einem Interface beginnen. Dieses Interface packen wir jetzt mal in ein passendes Package, denn Sie wissen ja, der Default-Package-Name sollte normalerweise nicht zum Einsatz kommen. Nennen wir es jetzt schon mal RMI. Ich werde die Interfaces immer mit einem führenden I benennen, dann kann man sie sofort erkennen. Das kann man von der Konvention her natürlich auch anders handhaben. So, hier haben wir unser Interface. Und in dieses Interface packen wir jetzt erstmal einfach nur eine Methode hinein. Eine Public Local Date Get Date. Wir werden uns hier einfach ein kleines Datum holen. Und was Sie sehen, Java hat sozusagen jetzt ein neues Date. Oracle hat das Date outdated, wenn man so sagen möchte. Und deswegen verwenden wir jetzt Local Dates und importieren das aus dem Paket Time. Das ist seit Java 8 der präferierte Weg, wie man mit Daten umgeht oder mit Datumswerten umgeht. Ein Local Date und unser Server, unser Service soll dann das Local Date zurückgeben oder das aktuelle Datum als Local Date zurückgeben. Da werden Sie gleich feststellen, dann fällt unser Server sehr klein aus. Gehen wir also her und erzeugen jetzt eine Klasse, die dieses Interface tatsächlich implementiert. Dann brauchen wir hier ein File New, in diesem Fall dann eine Class. Jetzt einfach als Date Service, weil wir können sie auch Date Server nennen. Nennen wir sie mal Date Server. Der Date Server braucht erstmal noch keine Main, den erzeugen wir jetzt einmal so und wir können ihm hier gleich schon sagen, dass er dieses Interface iDate Service implementieren soll. Das können Sie natürlich auch nachher eintippen. Dann haben wir das gleich schon mal da und dann erzeugt er uns nämlich auch gleich hier diese leere Methode getDate, weil wir ja das implementieren müssen, was im Interface versprochen ist. Und hier können wir jetzt einfach die statische Methode localDateNow aufrufen und haben das Versprechen erfüllt. Damit ist unser Mini-Service hier dann auch schon auf der Serverseite fertig. Jetzt brauchen wir noch einen passenden Client. Den nennen wir einfach jetzt Date Client. Und der muss dann jetzt die Hauptmethode beinhalten, damit wir es überhaupt ausführen können, unser Programm. Muss er nicht. Wir könnten noch einen Launcher zusätzlich entwerfen, aber auf diese goldenen Henkel verzichten wir jetzt. Erzeugen also diesen Date Client. Der sollte eigentlich nicht in dem Package Date Service liegen. Dann müssen wir ihn noch einmal verschieben. Er sollte dann jetzt in Date Client liegen. Jetzt
gibt es natürlich Ärger, wenn ich das einfach hemdsärmlich umbenenne, aber wir können ja die Klasse jetzt über STRG 1 und die entsprechende Auswahl verschieben. Jetzt haben wir unseren Date-Client an der richtigen Stelle und jetzt kann der den Date-Service nutzen. Und das wird typischerweise ja so aussehen, dass Sie hier einen iDateService vService ist gleich new DateServer halten müssen. Server kennt er jetzt natürlich auch noch nicht, den importieren wir über STRG 1 auch noch schnell. So, und jetzt können wir diesen DateServer fragen, also unseren vService getDate. So, das schließen wir noch in eine lokale Variable ein. Ich werde lokale Variablen immer mit dem Präfix v benennen, die also in der Methode definiert sind. Dann weiß man gleich, dass sie von dort kommen. Schließen wir das ein hier. Wäre jetzt nicht zwingend notwendig, aber jetzt können wir uns hier noch ein SYSO spendieren und lassen uns hier dieses im ersten Fall einfach mal als ToString ausgeben. Wir werden gleich feststellen, dass es noch wesentlich bessere Möglichkeiten gibt, ein solches Date zu formatieren, aber für unser einfaches Beispiel hier genügt das. Was sehen wir hier? Unser Programm ist im Grundsatz sauber gestaltet, denn dieser Monolith hier hat jetzt genau einen Einsprungpunkt, die Main, und dieser Client hält den Service nur als Instanz von iDateService. Das heißt, er wird nur auf die Methoden zugreifen können, unseres Date-Servers, die auch in diesem Interface enthalten sind und nicht an dem Interface vorbei irgendwie auf die Implementierung greifen können. Das wird es uns dann erleichtern, später diesen Teil auszutauschen, denn es wird ja später, wenn der Server in einer anderen JVM liegt, nicht mehr möglich sein, hier mit NewDateServer sich selbst eine Instanz zu erzeugen, denn das wäre ja im Speicher der anderen JVM. So, wir speichern das ab und können das Ganze jetzt auch laufen lassen und bekommen hier das aktuelle Datum in ISO-Notation. Es hat also alles funktioniert.